Paul Watzlawick, Vom Schlechten des Guten, Kapitel 3. Vom Schlechten des Guten. Wenn etwas schlecht ist, muss das Gegenteil gut sein. Das scheint fast noch logischer als das Vertrauen ins doppelt so Gute. Von wem diese Idee in die Welt gesetzt wurde, kann anscheinend niemand mit Sicherheit angeben. Doch neigen Philosophen und Religionshistoriker dazu, sie Mani in die Schuhe zu schieben. Mani, 216 bis 276, war bekanntlich der Gründer einer gnostischen Weltreligion, eben des Manichäismus, deren rasche Verbreitung eine Zeit lang fast das Christentum verdrängte. Er verfocht einen radikalen Dualismus, einen unvereinbaren Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, Geist und Materie, Gott und Teufel. Ein Gegensatz, der nur durch den absoluten Sieg des Guten gelöst werden kann. Leider, oder je nach Geschmack, ist es aber nicht ganz so einfach zu definieren. Und um das näher zu untersuchen, wollen wir uns die Laufbahn eines nur scheinbar erdichteten Mannes vor Augen führen, der allen Ernstes nach der Philosophie der Gegensatzpaare zu leben versucht. Er soll meinetwegen den exotischen Namen Ideolog haben. Also aus Ologs früherem Leben ist nicht viel zu berichten, außer dass er ein empfindsames Kind war und, obwohl seine Kindheit ungewöhnlich frei von Unannehmlichkeiten, Versagungen und Enttäuschungen gewesen war, hatte nie jemand besondere Ansprüche an ihn gestellt. Er war also denkbar schlecht darauf vorbereitet, auf das, was über ihn hereinbrach, als er das Elternhaus verließ. Die Kalamität kam für ihn recht nahe an die biblische Vertreibung aus dem Paradies heran. Und vor allem wurde auch er sich der Zweiteilung unserer Welt in Gut und Böse bewusst. Und damit aber setzte er sich selbst auf die Kandidatenliste unserer bereits bekannten Hexen. Hekate war also interessiert und sie ließ sich Vorschläge machen, was denn nun zu tun sei mit Ollok. Schließlich einigte man sich auf ein stufenweises Vorgehen, dessen Verlauf und Erfolg nun beschrieben werden soll. Als erstes erzeugte man in Ollok die fraglose Gewissheit, dass seine Sicht der Welt die einzig richtige war. Das zu erreichen war nicht besonders schwierig, da sein geistiger Horizont ungefähr die Breite eines Fernsehschirms hatte. Der zweite Schritt hatte fast sofortigen Erfolg. Es drängte sich Ollok nämlich die Frage auf, wieso nur er das Übel der Welt so klar sah und die anderen aber tatenlos dahin vegetierten und sich mit den Gegebenheiten abfanden. Da musste eine finstere Macht im Spiele sein, die die Menschheit mystifizierte. Mit Ideologie. Natürlich der des anderen. Und wer mystifiziert? Doch nur, wer ein Interesse daran hat, die Massen in ihrer dumpfen Bescheidung in die Unvollkommenheit der Welt zu belassen.
Man missverstehe mich bitte nicht. Olog war ein reiner Tor. Er wollte das Gute und das Glück. Und er wollte es für alle, auch für die, die es noch nicht begriffen hatten. Wie kam es schließlich doch dazu, dass Olog in seinem Sendungsbewusstsein eine Zeitbombe in einem überfüllten Bahnhofsrestaurant zur Explosion brachte, die mehrere Menschen tötete und viele verletzte? Die Hexen jedenfalls gratulierten sich herzlich. Wieder einmal war ihnen der im Grunde lächerliche Trick gelungen, das Schlechte des Guten für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Und damit komme ich endlich zum Wesentlichen. Im vorhergehenden Kapitel sahen wir, dass doppelt so viel nicht immer zweimal so gut ist. Nun erhebt sich der Verdacht, dass das Gegenteil von schlecht nicht notwendigerweise gut ist, sondern noch schlechter sein kann. Damit ist nichts erklärt, aber eine Gegebenheit unserer Welt klar beschrieben. Wer das Summum Bonum will, setzt damit auch schon das Summum Malum. Das kompromisslose Streben nach dem höchsten Gut, sei es Sicherheit, Vaterland, Friede, Freiheit, Glück oder was immer, ist eine Patentlösung oder eine Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft.